Musst einfach die Mikrophase wegdenken, die Ausweichphase ist einfacher, weniger mittendrin. Boah, Alter, das ist ein Witz, wa? Also die Plattform ist so. Ah, leider, jetzt sehe ich, was da ein Jump ist bei der Plattform. Ja, du musst dich einfach fallen lassen da links und dann da, das ist... Und dann wieder hoch, ja. Aber das stinkt trotzdem. Cool. Nee, nicht cool. Ja, mit Leider habe ich über 10.000 Tode. Ist voll gut, dass das oben angezeigt wird in der Leiste. Ja, also ich finde, die Tode ist ja okay, aber dass die Spielzeit angezeigt wird, das gefällt mir nicht so. Zu viel Spielzeit an diesem Spiel. Und jetzt ist es soweit, jetzt verkacke ich diesen komischen Sprung, der wieder mit dem Dings, den ich sonst jetzt immer geschafft habe, die letzten Male, na super. Ups. Das freut mich natürlich. Ja, das ist, da muss man schon dann... Also, wenn man sich so ganz den Kopf stößt an dem F-Jump, sag ich mal, an Stu's F-Jump, ja, dann hat man trotzdem verkackt. Einfach mal. Oh, das kann doch nicht sein, wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist ein auch wirklicher Raum zum Downgrinden einfach nur. Hast du solche Räume? Ist ja nicht mal witzig oder so, weißt du, wenn du wenigstens irgendwie... Wenn also Clowns im Hintergrund wären, ja? Ja, nee, Clowns machen mir Angst, aber ich meine an sich, ey. Clowns machen mir Angst. Okay. Ja, hallo? Clowns? Denk mal nach, Rabbi, Clowns. So, und gib bei Google Bilder ein und dann sagt es, dass du es nicht gruselig findest. So, der Plattformjump, und werde ich ihn schaffen, das erfahren wir nach der Werbung, und ich habe ihn verkackt. Na gut, wenn man Google Bilder Clowns eingibt. Oh. Mann, oh. Ich bin gelangweilt. Gelangweilt bin ich. Dito. Gib mir den Lick. Man hört uns gerade wahrscheinlich nur mal Tastatur klimpern. Ja. Aber mehr braucht man halt zu dem Raum eigentlich auch nicht sagen. Das stimmt. Wenn Kritik üben könnte in diesem Raum mal kurz. Hat jemand von euch schon zur ersten Safebox geschafft? Nee. Also mein Bestes war nach den drei Äpfeln der zweite Plattformsprung. Schaffst du es? Oh, ups. Schaffst du es? F-Jump schaffe ich nicht. Ja. Bei mir auch gerade irgendwie kritisch. Eben habe ich ihn die ganze Zeit geschafft und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich ihn nicht mehr schaffe. Nein, ja, keine Ahnung, ich bin ja irgendwie zu kurz. Springst du spät ab oder was? Ich weiß es nicht. Irgendwo ist ein Problem. Ja, relativ spät. Plattformsprung. Ja. Coole Kacke, wir haben ihn geschafft. Jetzt sterbe ich eher an den Äpfeln. Ja, tot. Der zweite Apfel, ey. Sind die Äpfel denn so? Ne, die sind nicht trapmäßig aufgebaut, nee, oder? Also. Das ist einfach links eine Plattform, rechts oben und unten. Also oben stößt du den Kopf und unten kannst du auch stehen. Und in der Mitte ist einfach ein Apfel davon. Du musst halt versuchen, unten rum. Das ist halt dumm. Musst du wieder so von der Plattform fallen lassen und dann wieder hoch, oder was? Ja, nee, es ist einfacher mit Doppelsprung, aber es ist kacke. Ja. Da freue ich mich ja schon drauf. Der Spaß ist unbegreiflich. Also anstatt, dass ich mir einfach mal ein bisschen Geld ausgebe für einen Vollpreistitel und was spaßiges Spiel, verschwende ich meinen ganzen Tag mit dem Müll hier, oder was? Ja, lieber Call of Duty zocken oder sowas. Ja, nee, das meine ich ja gar nicht, aber ich meine... Also ich dachte, LOL wäre ein Spiel, wo ich viel ausraste und verzweifle, aber wenn ich mir das jetzt hier wieder angucke. Und jetzt da, nein. Ich bin, was ich da, ich habe gesagt, ich räume, aber die man downgrinden muss, echt hasse. Ja, das so, ist halt das einfach langweilig. Ja, so sieht's aus. Das ist einfach die Langeweile im Raum. Die Person wird nämlich keinen Sinn machen. Also kannst nebenbei einen schönen, du könntest einen schönen Spielfilm gucken. Wenn du einfach einen schwarzen das Gamepad in die Hand drückst oder die Tastatur, dann
ich weiß nicht, das ist... Der macht dir das dann schön. Und du hast Spaß in der Zeit. Der macht dir das dann schwarz, what the fuck. Ja, oh... Ach, Mann. Weißt du, wenn Raffi sich wenigstens nützlich machen würde, Tipps gibt oder irgendwelche Witze erzählt. Weil sitzt dich nicht, amüsiert sich. Sei doch mal lustig jetzt. Was soll ich denn machen, ja? Keine Ahnung. Lustig sein. Sei ein Clown. Nein, wieso bin ich gestorben beim Plattformjump? Ich war schon auf der anderen Seite, bin einfach explodiert. Hallo? Einfach so explodiert? Nö, echt, ich war nicht mal nah am Spike dran. Ja. Es ist so, als hätte er die Spike-Berührung unterhalb der Plattform erst später registriert und hätte mich dann später erst umgebracht, keine Ahnung. Oh. Langweilig. Alter, ich bekomme schon den Tunnelblick, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ah! Oh, ich hab dein F-Jump mal geschafft. Boah! Was denn? Alter, da kam mir gerade so eine Fliege, so eine kleine Fruchtfliege, Wichstante, auf den Bildschirm geflogen. Ich dachte, what the fuck, Crap? Warum sagt mir keiner was, Dama? Nein, alles gut. So, und jetzt bin ich bei der das erste Mal Plattform. Ja, viel Spaß. Okay, läuft, easy. Hast du geschafft? Ja, sicher. Echt jetzt? Ja, dann stirb an den Äpfeln. Okay, Äpfel geschafft. Oder der nächste Plattformsprung. Hab ich geschafft? Was? Was ist das denn? Na, ne. Ich weiß, wie das funktioniert, aber. Nein! Wow! Da hätte ich fast einen Abgang gemacht mit dem Stuhl. Ach nein, das ist, weißt du, wenn Plattformen so unten an der Decke oder oben an der Decke hängen und du die ganze Zeit Sprungtaste mächen musst. Hä, was genau muss man so, da machen? Ich war da ja noch nicht, ich bin am zweiten Plattformsprung gestorben. Ja, die Sprung kannst du mächen, mit der Plattform stecken bleibst, dann musst du dich runterfallen, über den Stachel drüber und wieder mächen. Ach du Kacke. It's so much fun! Nee, keine Ahnung, das kann ich nicht so machen. Ich fand das so schön, dieses, was ist das denn? Weil ich halt genau wusste, was jetzt kommt. In Kamille 1 war das noch verbuggt, da konnte man in den Plattformen drin stehen. Ja. Das war schön. Das war wirklich schön. Hab ich genossen. Aber das war scheiße. Ich glaube, gewisse Menschen würden in dem Moment, wo sie das sehen, dann bei Joy to Key Speed-Sprung anmachen und dann gedrückt halten. Ja. So sieht's aus. Joy to Key, wenn man mit dem Keyboard spielt, überhaupt nichts bringt. Das ist doch lustig. Auf dir mal ein Gamepad. Ich hab ja, verstehe ich sowas nicht irgendwie. Aber der Tastatur ist halt einfacher. Muss man einfach mal so sehen. Ums Verrecken, ich schaff diesen Plattformsprung nicht. Wie soll der gehen? Ich hab den einmal geschafft, zweimal geschafft bisher und bin wie oft 12 Mal dran gestorben. War den jetzt gar nicht so schwer, um alles zu sagen, aber. Ich verstehe den Sinn ja nicht. Für mich ist es nur auf. Vor allem Melma, wie hast du überhaupt den Kamille 1 gesaved hackt? Kamille 1 kommt man safe. Ja, wie denn? Mit welchem Programm? Du machst den Editor auf und ab dafür. Welchen Editor? Lunamatic. Kannst du den 0815 Editor anmachen? Texteditor, wa? Das ist dir hoffentlich klar. Oder du machst Notepad an. Also ich hab Notepad, aber nicht. Okay, er ist ein Cheater. Alles klar. Ja, ich musste cheaten, wenn du. Du hast das nicht angeguckt, ne? Doch, aber ich glaube, einmal... wo du dich versaved hast, oder was? Nein, es gab eine Stelle, ja gut. Ne, versaved habe ich mich eigentlich gar nicht. Es gab eine Stelle, da bliebst du einfach hängen. Weiß ich nicht, in der Luft. Du kamst nicht mal weiter, das ging nicht. Okay, wieder am zweiten Plattformsprung gestorben. Ey, wie soll man denn zweimal in Folge schaffen, wenn man kein Cheater ist? Das gibt's ja nicht. Das heißt, die Antwort, du hast einfach nur ein Note angemacht und das gesaved hat. Notepad angemacht und wie soll das gehen? Das ist relativ easy. Du machst diese Save-File auf und dann hast du eine X-Koordinate, eine Y-Koordinate und einen Raumnamen. Okay. Also, Rappi, das müssen wir bei unserem Fangame aber verhindern. Ja. Also, wenn man einen GameMaker benutzt, das ist so. Wobei, kommt wahrscheinlich auf die Engine an. Also, YoSniper hat diese doofe Standard. Dann hast du einfach eine Koordinate geändert.
Da muss ich nicht, glaube ich. Das war schön. Hier ist die in irgendeinem Kauderwelsch und macht eben Post. Ach ja, hier der Sprung. Ist ja aber ein bisschen Betrug. Hast du dich denn nicht selber mit betrogen ein bisschen, oder? Ja, aber einem Sprung schon so ein bisschen, aber das war so ein gammeliger Diamond-Sprung, den kein Arsch machen will. Und ja, die gibt's auch in dem Hack, in dem Spiel nicht. Oh nein! Oh! Was denn? Wie kann man denn bei dem Apfel verkacken? Ohne Spaß. Ja, aber hab ich auch schon einmal. Auch schon einmal. Hab ich auch schon alles hinter mir. Ich glaube, ich bin jetzt überall schon gestorben. Ja. Aber wie gesagt, einmal musste ich halt safe hacken, wo es nicht ging. Das war echt verbuggt einfach nur. Kommt mich nicht mehr. Ach, das ist ja wie eine entspannte Talkrunde hier. Ja. Mhm. Ich spiele ein schönes Spiel. Red ein bisschen über Gott und die Welt. Apropos Gott. Sag mal, du kannst ja mal raten, was ich für mündliche Prüfungen mache. Da habe ich dir schon gesagt. Machst du Mathe eigentlich? Mündlich? Mathe habe ich schriftlich gemacht. Okay. Achso, dann hast du Religion mündlich. Ja, Religion und Philosophie. Also, das sind so die Sachen, wo man ganz viel für können muss. Und ganz viel Scheiße labern. Die ganz anspruchsvollen Prüfungsfächer. Ja. Das heißt, Mathe hast du schon durch, oder was? Ja. Ging das? Ich weiß, letztes Jahr haben alle sich aufgeregt, dass die Matheprüfung also viel zu schwer wäre und... Boah, die war eigentlich relativ... Ich musste halt mich outen, dass ich halt für das schriftliche Abi maximal 5 Stunden gelernt habe insgesamt halt. Läuft. Gut gemacht. Und da, ja, davon 1 Stunde Englisch, 1,5 Stunde Deutsch und 2,5 Stunden Mathe. Achso, insgesamt für alle drei Fälle. Ja, ja. Ja. The fuck, einfach nur. Ja, weiß nicht, alle haben sich verrückt gemacht, haben schon im Winter angefangen zu lernen, ich habe 5 Stunden gelernt. Aber dafür, dass es lief... Den Schnitt möchte ich wissen, ja. So. Wobei, du hast wahrscheinlich trotzdem einen besseren Schnitt als ich. Warum ist das? Also, ich habe einen Dreier-Schnitt. Mehr musst du nicht wissen. Ja gut, mehr als 3 schaffe ich eh nicht. Hab ich auch nie mit gerechnet. Aber Stuart, wir müssen auf jeden Fall in unserem Fangame auch den Colorraum reinbauen. Welchen Colorraum? Stage 5, Screen 1, Kidface. Ja, das war der, den wir ganz am Anfang gemacht haben. Das, wo wir Pixel Alignment gemacht haben. Und den bauen wir auch ein, ne? Ne, den bauen wir nicht ein. Das ist ein Scheißraum. Wir wollen in die Mitte statt das Kidface einen schönen Stinkefinger oder einen Penis oder sowas. Doch kein hässliches Kidface. Der Raum macht ja gar nicht Akku, wenn er andauernd das Kidface sich angrinst am Ende. Da hat man ja gar keine Zeit drauf zu gucken eigentlich im Normalfall. Nein! Oh lol. Okay, das erste Mal, dass ich den Plattformjump gefailt habe. What the fuck? Wie das erst was? Ich war auch erst dreimal da. Aber trotzdem. Erstmal, dass ich es gefailt habe. Ich habe ihn bisher erst dreimal geschafft, sagen wir es mal so. Boah. Zu oft da. Ja, Plattform Jump kommt schon. Ich hab ihn geschafft. Das ist so scheiße. Ich würde gerne nur eine Safebox weiterkommen. Warum? All I want to do. Und wieder am zweiten Plattform. Ganz spannend. Schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Was ist das für ein Gesangstalent jetzt? Alter! Ja, irgendwann machen wir unseren eigenen Song. Also das war ja wohl... Also Emotionen nicht zu überbieten. Die Bohnen bei der DSDS, dann waren einfach Emotionen waren echt voll da diesmal. Ja. Alter, am Schluss. Nee, ich schaff den zweiten Plattformjump nicht. Ich hab schon wieder den ersten geschafft, aber ist der zweite anders oder ist der haargenau gleich? Nee, der ist genau gleich. Echt? Nee, der ist anders oder so. Ist was anders? Nee, gleich, aber geil. Oh, du bist ja heute richtig lustig. Nee, weil mein Bild ist einfach, ich muss ja nach links von der Plattform runterlaufen, bis ich fall. Und dann rechts rübersteuern instant, weil sonst schaffe ich es ja nicht mehr. Mein Problem ist, beim zweiten habe ich bisher dreimal gefailt und alle drei Male bin ich nach links gelaufen, dachte ich wäre weit genug runter, lauf nach rechts in den Spike rein. Schade. Ja, weil ich war schon lange von der Plattform runter, ich bin schon 10 Jahre gefallen. Lauf nach rechts.